Die Damen und die Herren, schön, dass ich euch heute auch begrüßen darf, hier aus unserem KTV-Studio Lützeburg. Das Sujet von heute: Wen will den Orban stürzen? Die vor 2 Jahren gegründeten sozialistisch-liberal-Solidaritätsbewegung Modio Solidaritas Moskalom verfolgt vehement ihr Ziel, die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban zu stürzen. Den 21. September 2013 hat diese Bewegung 2 Jahre Existenz gefeiert, und während der Feierlichkeiten haben sie eine Statue vom Ministerpräsident abgerichtet und danach mit einem Seil fallen gelassen und so zerstört. Die Futti-Statue geht dann bei Taus vom Terror brüscht, da das ein Museum den und Taffer von den Diktaturen aus dem 20. Jahrhundert erinnert. Mit dieser Aktion wollten sie ein Parallel ziehen zwischen dem Orban und dem Stalin, dem sein Statue auf dieselbe Stelle weist, während der ungarischen Revolution 1956 umgeschmissen wurde. Regierungsfreundliche Parteien und Bewegungen verurteilen diese Aktion und die ungarische Volk war außer sich. Maria Wittner, Member vom Parlament, hat sich darüber geäußert. Die Initiatoren haben keine wirklich originelle Idee. Sie können just Land zerstören und dadurch bleibt ein Hass. Die, die das gemacht haben, können nicht etwas abbauen, aber sie können just zerstören. Das Land braucht keine Zerstörung. Ganz am Gegenteil an Ungarn als eine Stimmung vom Abbruch. Nicht mehr für erst daran zu erinnern. Ungarn hat sich aus der Abhängigkeit von den USA an der EU befreit und einen neuen Anfang gemacht. Das war es für heute. Eine schöne Rest vom Tag. Eddie.